aber eben die schlechteren Haltungsnoten erhielt. Zu Recht wohlgemerkt. Jetzt Andreas Goldberger. Er kann es wieder gar nicht abwarten, bis es losgeht. Und jetzt? Das sieht gut aus, sehr gut sogar, sehr gut. Was? Da kommt auch bei Goldberger kein Telemark mehr. Aber ein Riesensatz für den Weltcupsieger des Vorjahres, für den Führenden im Weltcup im Skifliegen in diesem Jahr. Und das könnte schon die halbe Miete für ihn sein, um diesen Titel mal zumindest sich zu sichern. Der erste Wettkampfflug, der erste Wertungsflug hier in Harrachov, über 200 Meter. Und der erste Flug überhaupt in der Geschichte des Skifliegens in einem Wettkampf über 200 Meter. 204 Meter für Goldberger. Souveräne Führung, 200,8 Punkte, 6,4 Punkte vor Christoph Dufner.